Berufsbildung ist ein Schweizer Erfolgsmodell. Wir reden heute mit dem Stefan Wolter von der Uni Bern über die Entwicklung in den letzten Jahren. Er erstellt jährlich den Bildungsbericht vom Bund und schaut mit uns nicht nur zurück, sondern vor allem auch führen, damit wir wissen, was in der Berufsbildungswelt in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Steht es wirklich so schlimm um die Lehre, wie alle sagen? Ich bin Steffi und das ist die 23. Folge von Inside Berufsbildung. Hallo Stefan, schön bist du da. Hoi Steffi. Für die, die dich nicht kennen, kannst du dich und vor allem auch den Bildungsbericht kurz vorstellen? Ja, gern. Ich bin der Stefan Wolter. Ich bin Professor an der Universität Bern. Aber mein Hauptjob ist Direktor der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Das ist eine gemeinsame Institution von Bund und allen Kantonen. Und wir haben den Auftrag, alle 4 Jahre den Bildungsbericht zu machen. Das ist eine Evaluation vom ganzen Bildungswesen. Vom Frühkindergarten bis zu der Erwachsenenbildung. Spannend, danke dir vielmals. Aktuell liest man sehr viele negative Artikel in den Zeitungen. Niemand will mehr Lehre machen, finden wir genug Leute, wir finden keine Fachkräfte etc. Mich interessiert, wie hat sich die Lehrstellensituation über die letzten Jahre verändert? Und genau so Entwicklungen beobachtet ja auch der Bildungsbericht. Kannst du diese Situation ein bisschen erläutern, Stefan? Ja, gern. Es sind 3 Hauptfaktoren, die den Lehrstellenmarkt beeinflussen. Und die haben sich halt sehr speziell entwickelt in den letzten Jahren. Der wichtigste Faktor ist natürlich die Konjunktur. Wenn es der Wirtschaft gut geht, dann hat sie viele Arbeitsplätze. Und wenn es viele Arbeitsplätze hat, dann stellen sie auch viele Lernende ein. Konjunktur ist eigentlich historisch in einer ganz speziellen Situation. Seit der Finanzkrise 2008-2009 sind wir nur noch in einer Hochkonjunktur. Das hat es praktisch nie gegeben in der Wirtschaftsgeschichte, dass wir so lange einen Aufschwung hatten. Und das führt natürlich dazu, dass eben die Firmen immer mehr Leute brauchen. Der zweite Faktor ist die Demografie. Und da sind wir auch in einer ganz speziellen Situation. In den letzten Jahren hat es relativ kleine Jahrgänge gegeben von Jungen, die auf den Lehrstellenmarkt gekommen sind. Und gleichzeitig gehen die sogenannten Babyboomer in Rente. Das heisst, die hinterlassen Lücken, die müssen gefüllt werden. Und am besten und am einfachsten wäre es, die zu füllen mit Lernenden. Jetzt hat es aber wenig Jugendliche, die aus der Schule kommen und viele ältere Arbeitnehmer, die in Rente gehen. Und das führt eben auch zum Teil zu dem Fachkräftemangel, der beklagt wird. Und drittens gibt es eine gewisse Tendenz zu weniger Lehre, vor allem in den Kantonen, wo die Lehre immer schon einen schweren Stand hatte. Dort ist in den letzten 10 Jahren das Lehrstellenangebot, aber auch vor allem das Interesse an den Lehrstellen weiter gesunken. Die Jugendlichen gehen eher ins Gymnasium oder in eine Fachmittelschule. Und das führt dazu, dass eigentlich die Kluft zwischen Kantonen mit vielen Lehrstellen und solchen mit wenig eher aufgegangen ist. Aber insgesamt gibt es immer noch einen Haufen Kantone, wo die Mehrheit der Jugendlichen eine Lehre anfängt nach der Schule. Mhm. Das Battle Gimme versus Lehre, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber du hast jetzt die Geburtenzahl oder eben die Demografie angesprochen. Durch den demografischen Wandel verändert sich, wie gesagt, die Anzahl der SchülerInnen auf der Sekundarstufe 2. Das wird auch im Bildungsbericht gezeigt. Kannst du dazu noch etwas sagen? Ja, grundsätzlich ist Demografie eigentlich eine einfache Wissenschaft, weil alle die Jugendlichen, die in den nächsten 10 Jahren könnten die Lehrstelle in Angriff nehmen, die sind ja schon geboren. Also das heisst, eigentlich müsste man relativ sicher können sagen, wie viele Jugendliche in den nächsten 10, 15 Jahren in der Schweiz zur Verfügung sind, für Lehrstellen zu füllen. Aber gleichzeitig ist es doch ein bisschen schwierig geworden, in der Vergangenheit solche Prognosen zu machen, weil die Zahl der Jugendlichen, die zur Verfügung stehen für Lehrstellen, auch noch von 2 anderen Faktoren abhängt, die sehr schwer zu prognostizieren sind. Aber das Erste ist wieder Konjunktur. Und warum Konjunktur? Das eigentlich Migration treibt. Wenn es in der Schweiz wirtschaftlich gut geht, dann wollen auch viele Ausländerinnen und Ausländer in die Schweiz kommen und arbeiten. Und die haben irgendwann auch Kinder. Und die Kinder sind jetzt in dieser Prognose noch nicht inbegriffen, weil die kennen wir noch gar nicht. Wir kennen ja nur die, die in der Schweiz geboren worden sind. Das heisst, ein Teil von dieser Demografie hängt davon ab, wie gut es uns wirtschaftlich in den nächsten Jahren geht. Und der zweite Faktor, der jetzt vor 2 Jahren noch gar nicht bekannt war und trotzdem zahlenmässig jetzt sehr starken Einfluss hat auf den Lehrstellenmarkt, ist die Flüchtlingssituation. Niemand hätte vor 2 Jahren so einen Krieg wie der Ukraine voraussagen können.
Und auf einmal sind mehr als 10'000 junge Leute in der Schweiz zusätzlich. Wenn man sieht, dass etwa 70'000 Lehrverträge abgeschlossen werden, bis mehr als 70'000 pro Jahr, und dann kommen auf einmal 10'000 oder noch mehr Jugendliche zusätzlich in die Schweiz, wo natürlich nicht alle eine Lehrstelle suchen, aber einige davon auch, dann sind das Sachen, die man eben sehr schwer voraussagen kann. Mhm. Aber du würdest trotzdem sagen, so Zukunft zahlenmässig, wir dürfen eher mehr oder eher weniger Schülerinnen erwarten, die eben zur Verfügung stehen für eine Lehre? Insgesamt zeigt der Pfeil nach oben, aber das Bundesamt für Statistik, das die Prognose macht, zeigt eben auch die grosse Unsicherheit. Es gibt ein Szenario, wo sie praktisch von einer fast flachen Entwicklung ausgehen, bis zu einem Szenario, wo sogar ein sehr, sehr starkes Ansteigen von Jugendlichen zeigt. Mhm. Okay. Der zweite Punkt, wir haben es vorher schon ein bisschen angetönt, ist das Battle Gymi versus Lehre. Ist immer ein grosses Thema. Viele Eltern pushen ihre Kinder ins Gymi. Das war auch schon Thema bei uns in der 19. Folge mit Margit Stamm. Sollen die Jugendlichen eine Lehre starten oder ins Gymi? Kannst du dazu etwas sagen, Stefan? Wie haben sich die Zahlen über die letzten 10 Jahre entwickelt? Wie viele Jugendliche entscheiden sich für das Gymi? Wie viele für eine Lehre? Vielleicht ja, gibt es ja auch einen Unterschied zwischen der Romandie, Tessin und der Deutschschweiz. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen? Ja, die Entwicklung über die Zeit ist tendenziell in Richtung, dass es immer mehr Jugendliche gibt, die eine sogenannte Allgemeinbildung wählen. Das ist nicht nur das Gymnasium, sondern das sind auch die Fachmittelschulen, auch wenn die prozentual einen kleineren Anteil haben. Und wenn man diesen Anteil anschaut, der ist so um 3-4 Prozentpunkte gestiegen. Das ist nicht wahnsinnig viel, denkt man, aber es ist halt eine Tendenz, die nur in eine Richtung zeigt. Das heisst, wenn das weitere 10 Jahre so weitergeht, dann werden es eben immer mehr sein, die sich gegen eine Lehre und eher für eine Allgemeinbildung entscheiden. Wenn man von Zahlen redet, ist es etwa ein Viertel, die sich für das Gymnasium entscheidet. Nicht alle von denen arbeiten das Gymnasium. Und viele von denen, die das Gymnasium nicht arbeiten, machen dann später eine Lehre. Und wenn man jetzt noch die Fachmittelschulen dazu nimmt, kann man sagen, etwa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler machen eine Allgemeinbildung am Ende der obligatorischen Schule und etwas weniger als 60% gehen in eine berufliche Grundbildung. Es haben dann am Schluss mehr einen Lehrabschluss, weil eben es gibt Wechsel. Und dann gibt es halt auch noch so 5%, die gar nichts machen nach der obligatorischen Schule. Und ein paar, die zwar etwas versuchen, aber leider nie zu einem Abschluss kommen. Das sind so Zahlen. Und du hast es erwähnt, es gibt grosse Unterschiede zwischen den Kantonen. Die sind historisch immer so gewesen. Da gibt es nichts Neues. In der Westschweiz und im Tessin tun tendenziell sehr viel weniger Jugendliche eine Lehre wählen. Und wenn sie eine Lehre wählen, wählen sie viel häufiger eine sogenannte schulische Berufsbildung wählen und nicht eine duale, also eine betriebsbasierte. Und dann gibt es noch den Unterschied zwischen den städtischen und ländlichen Gebieten. In beiden Sprachen oder in allen 3 Sprachregionen, in grossen Zentren, in grossen Städten, gehen die Jugendlichen eher ins Gymi als auf dem Land. Mhm. Also in dem Fall ist wichtig, dass man eben nicht nur Gymi und Lehre unterscheidet und Romandie und Tessin, sondern auch so ein bisschen die verschiedenen Kantone und ländlich oder städtisch eher. Gibt es eine Prognose für die nächsten Jahre? Wie geht es mit der Lehre weiter? Die Prognose ist, dass der Trend, den ich beschrieben habe, der ist nicht enorm stark, aber der ist eben da, dass der etwa so weitergeht. Und das heisst eben, so alle 10 Jahre würde die Berufsbildung so 3-5% Marktanteil verlieren. Und momentan sind das auch Prognosen vom Bundesamt für Statistik. Man sieht da keine Änderung kommen. Und es ist auch an der Politik zu entscheiden, ob sie den Trend so weiter zulassen oder ob sie den irgendwann wieder brechen. Mhm. Das heisst, wenn wir wirklich viel mehr gewinnen für die Lehre, müssen wir viel machen. Nicht nur wir, jetzt sage ich mal bei Justi oder bei den Firmen, die da jetzt auch vielleicht zulassen, zum Lernen die gewinnen, sondern in dem Fall auch. Ist doch auch ein grosses politisches Thema. Du weißt bestimmt auch deine Arbeit mit dem Bildungsbericht auch Fakten, die wir oder die viele nicht wissen. Da gibt es zum Beispiel ein grosses diskutiertes Thema, das ist das Thema Lohn. Viele denken, dass man nach dem Gymi mit dem Studium mehr verdient als nach einer Lehre mit Weiterbildung. Ist das wahr oder falsch? Kannst du dazu etwas sagen oder auch ein Beispiel nennen?
Das ist nicht ganz eine einfache Frage, weil das Wichtigste ist immer, dass man Gleiches mit Gleichem vergleicht. Es gibt Leute, die eine Lehre vergleichen mit einem Gymnasium und Studium. Und dann vergleichen sie natürlich eine Ausbildung, die 3 bis 4 Jahre dauert, mit einer, die nach dem Gymnasium 3 bis 4 Jahre wie bei einer Lehre, aber dann noch 5 Jahre Studium hat. Dass Leute, die dann noch 5 Jahre sich weitergebildet haben, mehr verdienen als solche, die nach der Lehre aufgehört haben, das ist relativ klar. Es ist auch so, dass die, die nach dem Gymnasium aufhören und sich nicht weiterbilden an einer Uni, die verdienen nicht eigentlich mehr als Jugendliche, die einen Lehrabschluss haben. Also man muss immer Gleiches mit Gleichem vergleichen. Wenn jemand nach einer Lehre jetzt eine Weiterbildung macht, dann hängt es eben auch wieder davon ab, was für eine Weiterbildung. Ist das dann ein Studium? Wenn es ein Studium ist, ist das ein Bachelor, der 3 Jahre dauert. Der Regelstudiengang an einer Uni ist 5 Jahre. Also man muss Gleiches mit Gleichem vergleichen. Wenn man das macht, dann kommt eigentlich die Lehre auf ähnliche Löhne, wie wenn man eine Allgemeinbildung macht. Es kommt eben in beiden Fällen darauf an, wie viel Bildung man nachher noch dazu tut. Und der zweite Aspekt ist, Durchschnittsvergleich sagen häufig wenig im Einzelfall. Also die Löhne unterscheiden sich enorm stark, je nach Lehrberuf. Aber das Gleiche ist auch je nach Studienfach. Also das heisst, es gibt Lehrberufe, die so gute Löhne generieren, dass es sich fast nicht lohnt, nach dem Gymnasium zu studieren. Weil es auch Studienfächer gibt, wo man nicht wahnsinnig viel verdient nach dem Studium. Und umgekehrt gibt es natürlich auch Lehrberufe, wo man sehr wenig verdient. Und dann wäre sicherlich eine Weiterbildung angezeigt, wenn man den Lohn nach oben bewegen möchte. Mega spannende Punkte. Danke vielmals für die Erläuterungen. Ein anderer Punkt, den ich mir noch überlegt habe, der sich auch in den letzten Jahren etwas verändert hat, ist Berufswahl und Geschlecht. Das Thema haben wir auch in der 14. Folge schon angesprochen, wieso sich Mädchen und Buben für gewisse Berufe entscheiden oder eben nicht und wie man es auch ein bisschen beeinflussen kann. Kannst du zu dieser Entwicklung noch etwas sagen? Ist das so ein bisschen gleich geblieben, dass etwa gleich viele Buben und Mädchen sich für die und die Berufe entscheiden oder hat es doch auch Änderungen gegeben, dass in gewissen Berufen mehr Buben jetzt zum Beispiel eine Lehre machen in einem typischen Mädchenberuf oder... Ja, das ist ein Gegenstand, der uns seit Jahren beschäftigt. Wir haben viel Forschung gemacht und natürlich andere Leute auch, Kolleginnen und Kollegen. Im Bildungsbericht haben wir einen sogenannten Segregationsindex berechnet. Was heisst das? Das ist ein Index, der anzeigt, wie viele Mädchen und Buben ihren Beruf wechseln müssten, damit es zu einer Gleichverteilung käme. Dass also jedem Lehrberuf 50% Männer, 50% Frauen wären. Wir sind jetzt bei dem Index bei einem Wert von etwas leicht über 0,6. Das bedeutet, 60% von allen Buben und Mädchen müssten ihren Berufswunsch ändern, damit es zu dem Ausgleich kommt. Das zeigt, wie stark polarisiert die Lehrwahlen zwischen Mädchen und Buben ausfallen. Der Index ist in den letzten 30 Jahren besser geworden. Also, der war vor 30 Jahren noch schlechter gewesen. Kannst du eine Zahl sagen? Ja, das ist nicht wahnsinnig. Also wir waren dort vielleicht etwa bei 70% und sind jetzt auf leicht über 60%. Also es ist nicht ein wahnsinniger Prozess. Das hat aber doch damit zu tun, dass es einzelne Berufe gibt, wo die Verteilung ein bisschen gleicher ausfällt oder wo es sogar Änderungen gegeben hat. Es gibt ja Berufe, wie beispielsweise Malerin, Maler, wo ursprünglich ein typischer Männerberuf war, wo jetzt eigentlich, kann man fast sagen, bald ein typischer Frauenberuf wird. Aber das sind Ausnahmen. Die meisten Berufe sind immer noch sehr segregiert, was das Geschlecht anbelangt. Interessant ist aber auch, dass die Bewegung, die ich jetzt gesagt habe, von etwa 70-60% in 30 Jahren, das ist wenig, die ist relativ klein, wenn man vergleicht, wie die Unterschiede zwischen den Kantonen sind. Es gibt Kantone, die so einen Wert haben von 40%. Also dort müssten nur 40% ihren Wunsch ändern, um ein Ausgleichsverhältnis zu haben. Und es gibt Kantone, die fast 80% haben. Also dort gibt es eigentlich nur Männerberufe und Frauenberufe. Und das bedeutet, es gibt Unterschiede, die sich auch durch kulturelle Unterschiede erklären lassen. Was man weiss, ist, dass das Lehrstellenangebot eigentlich nicht ein Faktor ist für das. Also es ist nicht so, dass sich in gewissen Kantonen oder auf dem Land im Vergleich zu der Stadt, dass dort so andere Lehrberufe angeboten werden, dass es automatisch zu diesen Unterschied kommt, sondern es ist tatsächlich die Entscheidung der jungen Männer und Frauen, die diese Unterschiede treibt.
Der grösste Faktor in dem sind die Eltern. Die meisten Jugendlichen wählen einen Beruf, der im Sinn der Geschlechterorientierung ähnlich ist wie das, was ihre Eltern gemacht haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mädchen eher in einen Mannenberuf geht, wird grösser, wenn der Vater beispielsweise in einem Beruf ist, wo ein Ausgleichungsverhältnis hat, oder wenn sogar die Mutter in einen Beruf gegangen ist, wo es viele Männer hat. Und umgekehrt, wenn die Eltern sehr stereotypische Berufe haben, dann wählen häufig auch die Jugendlichen ähnlich geschlechterstereotypische Berufe. Ja, dass die Eltern so einen grossen Einfluss haben auf die Berufswahl der Kinder, das haben wir auch schon bei uns in den aktuellsten Umfragen gesehen. Also die spielen neben den Lehrpersonen wirklich die grösste Rolle in dem Thema, wie sich das, für welchen Beruf dass sich die Jugendlichen dann entscheiden. Jetzt hast du ja angetönt, je nach Kanton ist es ein bisschen unterschiedlich, eben die Werte. Hast du gerade ein Beispiel? Möchtest du ein Beispiel nennen von einem Kanton, der eben wirklich auf den 80% oben ist und von einem Kanton, der, sag jetzt mal, ein bisschen moderner ist und auf den vielleicht 30%, 40% ist? Weißt du da gerade eine Zahl? Ja, man kann die natürlich dann auch nachlesen im Bildungsbericht. Das kann also jeder sehen. Jeder Kanton ist ausgewiesen mit seinem Wert. Es sind Kantone eher in der Westschweiz, also Genf ist da am ausgleichendsten. Aber auch städtisch orientierte Kantone wie Basel-Stadt, die ein sehr Ausgleichungsverhältnis haben. Und dann, wenn man in die Ostschweiz geht, in die kleinen Kantone, die ländlichen Kantone, Appenzell oder auch Innerschweiz, dann hat man eher polarisierte Verhältnisse, also eben Berufe, die nur Männer machen oder Berufe, die nur Frauen machen. Sicher spannend für alle, die jetzt zuhören. Könnt ihr euch mal ein bisschen informieren, wie es bei euch im Kanton aussieht. Der letzte Teil, den ich noch mit in die Podcast-Folge nehmen möchte, sind auch so ein bisschen Handlungsempfehlungen für alle, die zuhören. Gerade auch noch das Thema höhere Berufsbildung, so die tertiären Ausbildungen. Nach einer Lehre hat man so unendlich viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Man kann beispielsweise so eine tertiäre Ausbildung starten. Kannst du vielleicht kurz erläutern, was versteht man überhaupt unter so einer tertiären Ausbildung? Ja, die tertiären Ausbildungen unterteilen sich in zwei Kategorien. Entweder eine Hochschulausbildung oder eben eine Ausbildung von der höheren Berufsbildung. Bei den Hochschulen haben wir drei verschiedene Typen. Man hat Universitäten und die ETHs, man hat Fachhochschulen und man hat die pädagogischen Hochschulen. Bei der höheren Berufsbildung hat man auch zwei Gefäße. Man hat die höheren Fachschulen. Das ist also auch eine schulisch orientierte, aber am Arbeitsmarkt orientierte Ausbildung. Und dann hat man die Abschlüsse in der höheren Berufsbildung. Also früher haben die Leute vielleicht eher das unter Meister Prüfungen subsumiert, aber da gibt es ganz viele verschiedene Ausbildungen und die werden dann meistens von den Arbeitgeberorganisationen, den sogenannten ODAS, werden die entwickelt und werden auch Prüfungen abgenommen. Und das ist ein Weg, wo man auch in der Regel ohne Maturität kann machen. Also nach der Lehre hat man also die Möglichkeit, ohne eine Matura in eine höhere Fachschule zu gehen, später mal so einen Berufsabschluss zu machen oder einen Fachausweis zu erwerben. Das muss man auch nicht eine Matur haben. Und wenn man eine Matur hat, in der Regel natürlich eine Berufsmaturität nach der Lehre, dann kann man direkt an eine Fachhochschule gehen und dort einen Bachelor machen oder auch einen Master. Und es gibt noch die mögliche Passerelle. Passerelle bedeutet aber, dass man zuerst die Berufsmaturität muss haben. Dann muss man nochmal ein Jahr in die Ausbildung gehen und wenn man diese Prüfung noch schafft für die Passerelle, dann kann man eigentlich fast ohne Einschränkungen auch alle Studiengänge an den Universitäten und den ETHs machen. Das ist noch ein relativ kleiner Anteil der Lernenden, der das macht, aber es ist ein nicht zu vernachlässigen Nachteil, der also über die Lehre an die Universitäten kommt. Und von dieser tertiären Ausbildung oder die höhere Berufsbildung, kannst du dort ein Beispiel nennen nach der Lehre, zu welchem Abschluss dass man nachher kommt? Ja, da gibt es eben die zwei verschiedenen Möglichkeiten. Man kann an einer höheren Fachschule kann man beispielsweise in der Deutschschweiz vor allem die Gesundheitsberufe erlernen. Oder man kann auch ganz andere Studiengänge machen, in der Technik oder auch in der Wirtschaft. Also man kann beispielsweise eine kaufmännische Lehre machen, 3 Jahre und kann dann an einer höheren
Fachschule 2 Jahre sich noch in Wirtschaft weiterbildet und hat dann einen Abschluss von dieser höheren Fachschule. Oder man macht eben eine Karriere zuerst in seinem Beruf, man bleibt in seinem Beruf und tut nachher, die meisten Berufe setzen voraus, dass man 6 Jahre mindestens auf dem Beruf geschafft hat. Dann tut man sich nochmal weiterbilden und geht dann an die Prüfungen. Das ist sehr heterogen. Das bedeutet, wir haben ja ungefähr 240 verschiedene Lehrberufe. Aber auf der Ebene höhere Berufsbildung kann man über 400 verschiedene Abschlüsse machen. Also das heisst, wenn jemand jetzt wiederum beispielsweise eine kaufmännische Lehre gemacht hat, dann kann die Person sich ja in einer Firma spezialisieren, Marketing oder in dem Controlling, Buchhaltung oder eher im HR, Personal. Und dann gibt es für all diese Spezialisierungen gibt's wieder eigene Abschlüsse, die man also auf dieser tertiären Ebene machen kann. Und das Gute an diesen tertiären Abschlüssen ist, die Leute sind auf dem Arbeitsmarkt enorm gefragt. Die haben enorme Lohnsprünge, wenn sie so ein Diplom haben. Das kann gut und gern einfach 1'000 Franken mehr im Monat sein, nur wenn man den Abschluss hat, verglichen zum Vortag, wo man den Abschluss noch nicht hat. Mhm. Mega spannend zu hören, die vielen Möglichkeiten, und dass sich eben auch lohntechnisch lohnen kann, so eine Weiterbildung noch zu machen nach der Lehre. Ich möchte auch noch schnell ein Beispiel sagen aus den handwerklichen Berufen. Beispielsweise, wenn man als Maurer eine Lehre startet, haben wir jetzt gerade eine Erfolgsstory gehört bei Justi. Dann gibt es die Möglichkeit, Vorarbeiterschule zu machen, Polierschule bis zum Bauführer. Wenn man grosse Verantwortung hat, einen super Lohn verdient, dass auch da in den handwerklichen Berufen vieles möglich auf dieser Ebene. Die Margrit Stamm beispielsweise sagt in der Folge 19 von unserem Podcast, dass man genau so Weiterbildungen nach der Lehre fördern soll. So bleiben die Berufsleute im Beruf, aber kommen auch weiterbildungstechnisch und lohntechnisch rasant vorwärts. Und sie werden zu wertvollen Fachkräften, zu Fachkräften, bei deinem aktuellen Mangel herrscht. Wie siehst du das? Ich bin einverstanden natürlich mit der positiven Beurteilung. Ich habe ja selber jetzt gerade gesagt, es gibt einen Lohnsprung. Und das Schöne an dieser höheren Berufsbildung ist auch, mit dem Beispiel, das du jetzt vom Bau gebracht hast, es gibt eigentlich keinen Lehrberuf, der nicht eine Fortsetzung kennt. Also es gibt praktisch nichts, was man auf der Ebene Lehre machen kann, wo dann nicht eine Möglichkeit gibt, die noch aufzusteigen durch Weiterbildung im Beruf. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass die Attraktivität der Lehre darin liegt, dass die jungen Leute, wenn sie eine Lehre gemacht haben, auch die Möglichkeit haben, ihren Beruf zu wechseln. Und das machen auch viele. Bis zu 50% der Lernenden tun bis 5 Jahre nach Lehrabschluss ihr Berufsfeld oder sogar ihren Beruf wechseln. Und das bedeutet, wir müssen nicht nur Weiterbildungen haben, die die Leute in dem angestammten Beruf halten, weil dann würde es schnell mal auch aus der Sicht jetzt von einem Jugendlichen, der vielleicht 15, 16 ist und sich überlegt, welchen Beruf, dann wird es zu einer sehr schwierigen Entscheidung. Dann sieht es aus wie eine Sackgasse. Dann hat man das Gefühl, man muss sich jetzt mit 15 für einen Beruf entscheiden und den muss man dann bis zu der Pensionierung machen. Also das Schöne an unserem Bildungswesen ist, dass alle Möglichkeiten offenstehen, eben nicht nur mit höherer Bildung, sondern eben auch in diesen Berufswechsel. Und das ist halt häufig auch nicht nur Präferenzen, die sich ändern. Vielleicht mit 20 hat man auf einmal einen anderen Wunsch, als man mit 15 hatte, sondern auch eine Anpassung an die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt. Mit 15 hat man etwas gelernt und das war nur sehr gefragt und man war auch sehr glücklich in dem Beruf. Und auf einmal mit 25 stellt man fest, ja, aber die Stellen verschwinden. Und ganz andere Stellen, die es vor 10 Jahren noch gar nicht gegeben hat, sind geschaffen worden. Dort ist es viel interessanter, dort verdient man viel mehr. Und dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass viele Jugendliche da wechseln. Und insgesamt sehe ich die Situation relativ positiv, weil wenn man die heutigen Zahlen nimmt, dann sieht man, dass zwischen den 25- bis 34-Jährigen, die heute am Arbeitsmarkt sind, hat weit über die Hälfte schon so einen tertiären Bildungsabschluss. Und das ist ja nicht erzwungen. Niemand hat sie gezwungen, das zu machen. Der Staat nicht, die Eltern nicht, die Firmen nicht. Das sind häufig freiwillige Entscheide, die ja auch mit Kosten verbunden sind. Man verzichtet nochmal mehrere Jahre auf ein Einkommen. Und aus meiner Sicht zeigt das, dass eigentlich das System funktioniert. Die Jugendlichen profitieren von diesen Möglichkeiten und haben natürlich dann auch die Benefits,
die mit diesen Ausbildungen mitkommen. Mhm. Ich glaube, du hast unser Bildungssystem sehr auf eine spannende Art und Weise erklärt und auch die Attraktivität hervorgehebt. Ich möchte dir gerne unsere letzte Frage stellen, wie in jeder Podcast-Folge, und zwar ist das: Was ist dein grösster Wunsch für die Berufsbildung? Mein grösster Wunsch für die Berufsbildung ist, dass die Berufsbildung auch noch in der Zukunft für schulische Talente attraktiv bleibt. Ich könnte so stehen lassen. Was ich damit meine, ist, ich will kein Bildungssystem, das sortiert nach Fähigkeiten. Also die, die intelligent sind, die arbeiten, die gute Noten haben, die gehen ins Gymnasium und alle anderen in die Berufsbildung. Wenn das so wäre, dann wäre das Ende von der Berufsbildung. Also die Berufsbildung muss so attraktiv sein, dass sich auch immer jedes Jahr Jugendliche, die schulisch sehr talentiert sind, auch in ein Gymnasium gehen könnten, aus freien Stücken entscheiden, nein, die Lehre, die Berufsbildung ist der richtige Weg für mich. Wenn das weiterhin passiert, dann muss ich mir keine Sorgen um die Berufsbildung machen. Ich glaube, ein super Schlusswort von dir. Ich hoffe, alle, die jetzt zugelassen haben, haben etwas aus dieser Folge mitnehmen können, vielleicht auch etwas gelernt, was sie vorher nicht gewusst haben. Und ja, ich möchte euch auch alle motivieren, schaut, dass die Berufslehre attraktiv bleibt. Sucht euch gute, passende Lernende, dass ja, auch in eurem Beruf die guten Leute weiter behindert können bleiben. Danke dir vielmals, Stefan, für das Gespräch. Danke, Steffi. Schön, dass ihr da seid. Danke und natürlich auch danke vielmals für deine wertvolle Arbeit mit dem Bildungsbericht. Und ich danke natürlich auch euch allen fürs Zuhören und hoffe, wie immer, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heisst Inside Berufsbildung.